Frauen, die mich anrufen, mich fragen, mein Freund, mein Mann hat sich impfen lassen, was soll ich tun? Und ja, das ist auch ein gesellschaftspolitisches Thema. Ich antworte da häufig auch mit dem Punkt, wir sollen auch etwas Gottvertrauen dabei haben. Ich denke, Arne Burkhardt wird da mehr zu sagen können. Er hat ja festgestellt, dass in den Hoden große Mengen von Spike-Proteinen zu finden sind. Das könnte eine Gefahr darstellen, gar keine Frage. Ich sage ganz zusammenfassend mal, wenn Sie die Frage zum Schädling haben, rufen Sie bitte BioNTech an, EMA oder Swissmedic. Die müssten das wissen. Die haben die Substanzen zugelassen und sie hätten Daten dazu abliefern müssen. Wir haben sie leider nicht. Liebe Freunde und Freundinnen, mein Name ist Ulrich Franz Nettich, ich bin ärztlicher Psychotherapeut in Lüneburg und Lars Pelker, der Vorsitzende des Vereins Netzwerk Freie Psychotherapeuten, hat mich vor ein paar Wochen gebeten, die Moderation zu übernehmen, worüber ich mich sehr freue. Ich möchte als erstes mal den Damen und Herren danken, die das alles organisiert haben. Teilweise war ich dabei. Das ist gar nicht so einfach, auch den lieben Herren von der Technik, dass sie es ermöglicht haben. Es funktioniert jetzt hoffentlich alles gut. Ja, herzlich willkommen. Es ist ja eine akkreditierte Fortbildungsveranstaltung für Therapeuten und Ärzte. Und viele haben wahrscheinlich sich schon die Fortbildungspunkte dort geben lassen. Es ist aber auch eine Veranstaltung für Laien, die einfach Interesse daran haben, was die heutigen Referenten alles herausgefunden haben und ihnen nachher auch dann berichten werden. Vielleicht zwei Worte noch zu dem Verein Netzwerk Freie Psychotherapeuten. Der Verein besteht seit 9 Jahren und hatte so ein ähnliches Interesse wie Professor Hockerts, der eine Stiftung gegründet hat, Brückenweise. Und auch der Verein Netzwerk Freie Psychotherapeuten ist vor allem daran interessiert, dass ein Gespräch in der Wissenschaft wieder möglich wird. Professor Mausfeld sprach von einer Verrohung der Debatte. Und das ist das, was viele von uns hier auch erlebt haben, dass ein Gespräch so gut wie nicht mehr möglich ist unter vielen Wissenschaftlern, was sehr bedauerlich ist. Und leider haben in diesem Zusammenhang auch zwei Referenten, die schriftlich eingeladen waren und auch zugesagt hatten. Der Termin für heute wurde extra auch auf heute gelegt, weil Professor Schiefer das aus Marburg so wollte, haben kurzfristig abgesagt. Also Professor Schiefer erst vor 3 Tagen und Herr Garg, der ehemalige Gesundheitsminister von Schleswig-Holstein, schon vor 2 Wochen. Dafür ist freundlicherweise Professor Hockerts eingesprungen und auch Herr Tom Lausen, den ich hier auch ganz herzlich begrüße. Ja, ich darf vielleicht ganz kurz die Referenten vorstellen. Als erstes wird Herr Hockerts zu uns sprechen aus Zürich. Professor Hockerts ist ja Toxikologe und hat in der Pharmaforschung oder in der Pharmakologie studiert, glaube ich, auch in Hamburg. Und kann also sehr viel über medizinische Zusammenhänge sagen im Zusammenhang mit der Impfung und den Impfstoffen. Danach wird Herr Professor Burkhardt zu uns sprechen, der einer der mutigsten Pathologen in Deutschland meines Erachtens ist, der trotz großer Häme immer wieder versucht, die Wahrheit zu präsentieren und auch mitzuteilen. Leider hatten wir jetzt gerade nicht mehr viel Zeit, mit den Referenten uns ein bisschen kennenzulernen. Deshalb weiß ich das Wesentliche eigentlich aus dem Internet. Auf der einen Seite die Vorträge und Interviews, die die weiteren Referenten gegeben haben, aber dann teilweise auch aus dem Deutschlandfunk habe ich über Herrn Kubantner etwas gehört, wo dann solche Begriffe fallen wie er schwadronierte. Das ist genau diese Häme, die wir hier nicht wollen. Wir wollen eine seriöse und fachliche und, wenn es geht, freundliche Diskussion
miteinander. Und ich freue mich besonders auch, dass Sie hier sind, Herr Kubandner. Ja, Herr Lausen ist Bestsellerautor und ist auch heute zu uns gekommen, eingesprungen für Herrn Garg. Und ich freue mich auch sehr, dass Sie hier sind. Wir hatten ja ganz kurz gesprochen, Sie werden nachher auch noch mal was zu sich selbst sagen. Vielen Dank. Ja, Herrn Walter Weber kenne ich schon seit 3 Jahren. Wir hatten mal zusammen auf einer Veranstaltung in Lüneburg geredet und er hat ja den Verein Ärzte für Aufklärung gegründet oder mitgegründet und ist seitdem aktiv, die Seite von Ärzten zu vertreten, die in der Pandemie kritisch waren und eine andere Meinung vertreten haben. Und auch das ist sehr mutig, finde ich, weil man als Arzt doch sehr viel Leid leider erfahren musste in den letzten 3 Jahren. Und ich bin sehr froh, dass auch Sie hier sind, Herr Weber. Herzlich willkommen. Ja, dann möchte ich noch was zum Ablauf der Veranstaltung sagen. Ich bin ganz entspannt und überhaupt nicht aufgeregt. Das hören Sie wahrscheinlich an meiner Stimme sehr gut. Was die macht, weiß ich nicht so genau. Irgendwie zittert die ja so ein bisschen. Aber ich mache sowas auch das erste Mal. Von daher verzeihen Sie, wenn ich da noch ein bisschen unsicher bin in so einer Situation. Es wird so sein, dass wir im Anschluss an die Anmoderation zunächst Herrn Professor Ockerts aus Zürich hören mit seinem Referat. Es wird dann jeweils nach den Referaten eine kurze Zeit sein, etwa 10 Minuten, in der Sie Fragen stellen können oder etwas zu den Referaten sagen können. Es wird dann, nachdem die Referate zu Ende sind, eine Pause geben, wo das Buffet eröffnet wird. Da können Sie sich dann hinten an die Tische auch setzen, etwas essen. Und genau. Und danach geht es dann weiter eigentlich mit einer Diskussionszeit, die im Wesentlichen davon abhängen wird, wie lang sie ist, wie reghaft, wie spannend dann die Diskussion ist. Wir wollen also niemand begrenzen und hoffen, dass wir anschließend noch mal eine sehr interessante und lebhafte Diskussion haben werden. Habe ich noch was vergessen, Lars? Also das Wesentliche, dann freue ich mich jetzt sehr auf Herrn Hockerts, der uns aus Zürich zugeschaltet ist. Und ich freue mich ganz besonders, sehr gerne hätte ich Sie auch persönlich kennengelernt, aber ich freue mich so auf Ihr Referat und vielleicht ergibt sich eine Begegnung zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, nochmal herzlich willkommen und viel, viel Freude und neue Informationen für alle, die hier sind, im Zusammenhang mit den Pandemie-Maßnahmen und den Impfungen, den Impfstoffen. Und ich hoffe, dass wir alle etwas schlauer, mit etwas mehr Wissen und Klarheit nach Hause gehen können. Herr Professor Hockerts, bitte. Ich habe einen Kurzvortrag. In 20 Minuten etwa möchte ich Ihnen erzählen, was wir über Covid-19-Impfstoffe, und ich schreibe das in Anführungsstrichen, was wir darüber wissen und was insbesondere wir nicht darüber wissen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es handelt sich nämlich nicht um klassische Impfstoffe. Ich glaube, da sind wir uns mittlerweile einig, sondern um eine genbasierte Injektion zur Manipulation von Körperzellen. Das ist die klare Aussage und da werde ich jetzt in meinem Kurzvortrag auch etwas tiefer noch drauf eingehen. Das nächste Bild, bitte. Das nächste Bild, bitte. Danke. Was geschieht durch sogenannte genbasierte Impfstoffe im Körper? Es ist ja ganz wichtig, was uns appliziert wird oder was appliziert worden ist, also mir nicht, aber einigen von Ihnen und was Sie auch selber appliziert haben, ist ja kein API, also kein Active Pharmaceutical Ingredient, sondern ist der genetische Code für ein kleines Virusbestandteil, das sogenannte Spike-Protein. Und dieses Spike-Protein, meine Damen und Herren, das ist verantwortlich für die Immunreaktion
Und wir haben dies auch hier gerade in der Schweiz lange diskutiert mit Swissmedic. Und die Swissmedic hat uns ganz klar gesagt, das, was appliziert wird, ist ein sogenannter Bauplan und damit ein Prodrug, also eine Vorstufe eines Arzneimittels und nicht das Arzneimittel selbst, sodass wir ganz klar natürlich daher die Frage stellen müssen, wie viel von dem Arzneimittel, meine Damen und Herren, ist denn nachher im Organismus vorhanden? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und der gehen wir nachher noch ein wenig nach. Und ganz besonders die Körperzellen werden ja gezwungen, über diesen genetischen Code, über die sogenannte mRNA, die ja modifiziert ist und damit länger haltbar, darüber können wir gerne nachher noch sprechen, wenn ich Ihre Fragen dann vielleicht auch mitbekomme, diese Körperzellen, insbesondere Gefäßendothelien, werden dazu gezwungen, Spike-Proteine herzustellen. Und diese Spike-Proteine, das ist richtig, ähnlich wie bei der Infektion, auch nur über einen viel längeren Zeitraum und über einen viel längeren, mit einer viel höheren Konzentration, bringen dann den Körper zu der Immunreaktion. Das nächste Bild bitte. Das soll Ihnen die Proteinbiosynthese kurz zeigen. Ich denke, Sie sind weitestgehend vom Fach, sodass ich Ihnen das nicht großartig erklären muss. Aber Sie sehen im Bereich der Translation, also der Übersetzung von mRNA oder von RNA in Proteine, dort wird sozusagen die genetische Information in die Zelle eingebracht, also im Zytoplasma. Und dort im Zytoplasma findet dann eben entsprechend auch die Ablesung statt. Wir nennen das Translation. Und davor ist ja die Transkription, die ist, sofern wir das heute überblicken können, durch eine mRNA-Applikation nicht beeinflusst. Nächstes Bild. Wenn wir heute Arzneimittel zulassen, meine Damen und Herren, danke. Wenn wir Arzneimittel zulassen, beziehungsweise ich in meiner Vergangenheit Präklinik gemacht habe, dann gab es immer drei ganz entscheidende Fragen, bevor ich überhaupt mit den Kollegen in den Arzneimittelbereichen oder auch im Impfstoffbereich in den Unternehmen, im Pharmaunternehmen gesprochen habe. Ich habe gesagt, bevor wir mit Toxikologie anfangen, liebe Kollegen, müssen wir Informationen haben über Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, Qualität. Das sind so die drei wichtigen Punkte, bevor wir überhaupt in Experimente gehen, die mit dem Menschen noch gar nichts zu tun haben. Und zur Qualität, da mag ich mich nur ganz kurz äußern. Wir wissen heute, dass die Chargen der verschiedenen Impfstoffe sehr stark variieren. Wir haben das selber gemessen im Bereich der kationischen Lipide. Diese kationischen Lipide waren sehr unterschiedlich. Je nachdem, also wir haben den BioNTech-Impfstoff untersucht, je nachdem, wie dort, wann dort hergestellt wurde und wie dort hergestellt wurde, da lässt auch der Hersteller keinen Zweifel mehr dran, dass es die Chargengleichförmigkeit tatsächlich nicht gibt. Heißt, die Qualität stimmt schon einmal nicht. Bei der Pharmakokinetik haben wir ein ähnliches Problem. Ich habe mich intensiv mit den Zulassungsunterlagen an die EMA und auch an die Swissmedic, die sich ja in etwa gleichen, beschäftigt. Und wir haben festgestellt, dass wir weder zur Freisetzung, zur Aufnahme, zur Verteilung im Körper, zum Umbau, zur Ausscheidung, also ADME, nichts wissen. Es ist einfach unbekannt. Wir wissen nicht genau, in welche Zellen, wo wird diese mRNA abgelagert. Und ich muss es ganz deutlich sagen, der Hinweis zu Anfang vom Hersteller, die Substanz bliebe im Muskel und würde also im Muskel dort auch nur abgelesen werden. Meine Damen und Herren, ich glaube, jeder, der auch nur sich kurzfristig mal mit Biologie und Medizin beschäftigt hat, weiß, dass das eine glatte Lüge war und dass dies nichts mit der Realität zu tun hat. Wir wissen natürlich, dass intramuskular appliziertes Material im Blutgefäßsystem landet und es hätte eine komplette PK durchgeführt werden müssen. Leider ist dies nicht geschehen. So wissen wir zum Beispiel nichts, nächstes Bild bitte, zur Pharmakodynamik. Das ist also der dritte Punkt. Der dritte Punkt, die Pharmakodynamik, also Wirkung von Arzneimitteln und die Gentherapie, also diese mRNA ist ja ein Arzneimittel. Und wir wissen nichts von ihrem Wirkprofil. Wir haben es selbst erarbeitet. Danke an Arne Burkhardt und auch danke an Susharit Bhakti für viele Gedanken und für viele Überlegungen, die wir gemacht haben, dass wir uns überhaupt mal beschäftigt haben, in welchen Zellen wird denn das alles abgelesen, in welchen Zellen wird denn diese mRNA eingeschleust. Und wir wissen heute, aber nicht vom Hersteller, sondern durch eigene Arbeiten, dass diese
das die Endothelzellen. Das ist übrigens eine Arbeit aus dem Jahr 2014, wenn ich mich recht entsinne, von Weingartl, der das schon sehr früh erkannt hat, dass siRNA in Nanosomen verpackt in Endothelzellen gelesen wird, zu fast 80%. Und was dort dann geschieht, das sehen wir heute in den Ergebnissen, die wirklich erschreckend sind, indem wir Thrombosen sehen, weil diese Endothelzellen natürlich dann als fremd erkannt werden, wenn sie auf ihrer Oberfläche Spike-Proteine vorzeigen. Und dadurch haben wir ein wenig diesen Wirkmechanismus aufklären können. Nochmal, wir Wissenschaftler, die nicht an der Entwicklung beteiligt waren und die das auch nicht zugelassen haben und die auch nicht in irgendeiner Weise damit Geld verdienen. Viel schlimmer, meine Damen und Herren, ist, dass wir keine Dosis-Wirkungsbeziehung kennen. Wir haben, und das ist ja ein Wesen der Pharmakodynamik, wie viel Spike-Protein entsteht eigentlich in unserem Organismus? Und wir haben diese Frage der Swissmedic gestellt, mehrfach, und wir haben tatsächlich als erste europäische Behörde von der Swissmedic die Antwort bekommen, wir wissen es nicht. Das heißt, meine Damen und Herren, wir kennen die Dosis nicht vom Spike-Protein, also vom Active Pharmaceutical Ingredient. Und damit ist eigentlich ja sämtliche Diskussion über diese Art der Gentherapie, über diese Art eines Arzneimittels völlig obsolet. Ich erinnere gern, das ist ein Schweizer Mitbürger gewesen, 1540 hat Theophrastus Bombastus zu Hohenheim, kurz Paracelsus, mal gesagt, allerdings Gift, die Dosis macht, dass es kein Gift ist. Wenn wir die Dosis nicht kennen, wir kennen die Dosis vom Spike-Protein nicht. Jedenfalls hat sie uns bisher niemand verraten, weder BioNTech noch Moderna, noch die EMA, noch die Swissmedic. So können wir auch überhaupt gar nicht abschätzen, mit welchen Wirkungen, welchen Wirkmechanismus und mit welchen Nebenwirkungen wir zu tun haben. Nächstes Bild bitte. Eine weitere Problematik, meine Damen und Herren, die wir erkennen, und darauf hat mich ein Kollege aus Stanford aufmerksam gemacht, ist, dass die räumliche Struktur und die Faltung der Spike-Proteine tatsächlich so ist, dass wir es nicht mit einem Spike-Protein zu tun haben, sondern leider mit einer ganzen Reihe verschiedener. Denn unser Körper hat keinen Regelkreis für die Kontrolle, also für die In-Prozess-Kontrolle von Spike-Proteinen, ist ja körperfremd, gehört da nicht hin, so wie es ja für übliche Enzyme und andere Substanzen der Fall ist, wo wir ja feststellen können, es wird richtig gefaltet und somit weiter produziert, es wird falsch gefaltet und es wird sofort abgestellt und die RNA verbraucht sich ja auch innerhalb von 10 bis 12 Stunden, die normale mRNA, die modifizierte mRNA, in der wir ja Pseudouridin finden, das ist gut nachzulesen in dem Buch von Robert Malone, mit dem ich ja auch lange zusammengearbeitet habe. Und diese modifizierte mRNA finden wir bis zu 6, vielleicht sogar 9 Monaten im Organismus. Und wir haben jetzt einen Patienten, erst einen, das ist also nur ein Case Report, der am 21.12.21, meine Damen und Herren, das letzte Mal geimpft worden ist, also Dezember 21. Und jetzt im März 23 haben wir weiterhin Spike-Proteine in seinem Blut gefunden. Heißt, wir müssen davon ausgehen, dass diese RNA weiter fleißig Protein produzieren lässt. Und zwar eben nicht nur ein Protein, sondern, weil die Regelkreise nicht funktionieren, ganz, ganz viele unterschiedliche Spike-Proteine, die vom Immunsystem als unterschiedlich erkannt werden. Nächstes Bild bitte. Wir haben in letzter Konsequenz durch Eigenarbeit und durch eigene Beobachtungen 4 Leistungen festgestellt, zu denen diese Spike-Proteine fähig sind. Nächstes Bild bitte. Na gut, dann geht es auch ohne Bild. Ja, die Technik hakt. Also wir haben festgestellt, dass wir psychische Faktoren bei den Menschen sehen, die sich über die Wirkungslosigkeit dieser Impfung Gedanken darüber machen, die diese Nebenwirkungen oder Wirkungen spüren, die uns ständig fragen, wie werden wir diese Injektion wieder los? Was kann ich zur Stärke meiner Psyche tun? Was kann ich tun, weil meine Nerven, das ist dann das nächste Bild, geschädigt sind? Das sind negative Emotionen, die von diesem Arzneimittel ausgelöst werden. Und meine Damen und Herren, wenn wir ehrlich sind, werden wir ganz viele Menschen kennen, die tatsächlich nach dieser mRNA-Injektion eben jene psychischen Faktoren aufzeigen. Das macht uns große Sorge.
Insbesondere auch deshalb, weil es natürlich auch wieder zur Spaltung zwischen geimpften und ungeimpften Menschen beiträgt. Das darf nicht sein. Das ist ja auch der Hintergrund meiner Stiftung, eben dieser Spaltung entgegenzuwirken. Nächstes Bild haben Sie gerade kurz schon gesehen. Wir wissen, die Spike-Proteine sind, danke, neurotoxisch. Das heißt, sie sind fusionsfreudig. Und wenn ganz viele solcher Spike-Proteine hergestellt werden, meine Damen und Herren, dann müssen wir davon ausgehen, das sehen wir auch, diese ganzen neurotoxischen Situationen, Unterbrechung von Aktionspotenzialen führen letztendlich nachher zu Nervenschädigungen, führen in der Folge auch zu den Herzschädigungen, die wir sehen. Das hängt ja mit der Kontrolle des Herzens zusammen, wenn wir der Myokarditiden sehen. Wir haben da also wirklich eine Substanz mit diesen Spike-Proteinen. Übrigens, die Neurotoxizität wurde auch schon weit vor der Zeit von Corona schon gezeigt. Also die Spike-Proteine kannten wir schon lange. Ich habe toxikologische Studien, die gehen über 10, 15 Jahre zurück und die ganz klar diese Spike-Proteine beschreiben und deren Neurotoxizität. Das ist, meine Damen und Herren, nichts Neues. Und wenn man diese Proteine eben im Organismus produzieren lässt, dann muss man damit rechnen, dass sie zur Schädigung der Zellen beitragen, nicht nur neurotoxisch, sondern das nächste Bild bitte auch, natürlich auch immunologisch, denn die Zellen werden ja dazu verführt, an ihrer Oberfläche die Spike-Proteine vorzuzeigen, aufzuzeigen. Und dieses Aufzeigen führt in erster Linie, meine Damen und Herren, zu einer Reaktion, dass Antikörper gebildet werden. Und auch das wissen wir schon seit 2014, seit SARS-CoV-1, dass die Antikörperreaktion gegen ein Coronavirus nun mal nicht die optimale, nenne ich es jetzt mal höflich, die optimale Reaktion ist des unseres Organismus auf eine Corona-Infektion. Die optimale Reaktion wäre die Bildung von zytotoxischen T-Zellen. Warum ist es nicht die optimale Situation? Denn wir haben zwei Arten von Antikörpern, sogenannte neutralisierende und sogenannte bindende Antikörper. Die neutralisierenden machen ihren Job. Sie sehen oben, sie binden die Antigene und leiten diese Informationen über das FC-Fragment an das Immunsystem weiter, also unten durch die beiden Füße. Und bei den bindenden Antikörpern wird diese Information nicht weitergeleitet. Sie haben bei der Autoimmunität eine ganz, ganz wichtige Rolle, diese bindenden Antikörper. Ich bin ja von Haus aus auch Immunologe. Und deshalb sind sie in unserem Organismus auch vonnöten. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nächstes Bild, die Corona-Infektion hat es einen Escape-Mechanismus geschafft. Nächstes Bild bitte, Danke. Perfekt. Die Infektion hat einen Escape-Mechanismus entwickelt über die Evolution, über die Schöpfung, wie auch immer. Und dieser Escape-Mechanismus ist, dass Corona-Infektionen hauptsächlich bindende Antikörper produzieren. Das heißt, durch diese mRNA-Applikation, meine Damen und Herren, und durch das Spike-Protein, was auf der Oberfläche gebildet wird, wird das Immunsystem zunächst für einen kurzen Zeitraum, 2-3 Tage, in eine falsche Richtung geführt, und zwar in die Richtung, Antikörper zu bilden. Dies führt in letzter Konsequenz zu einer Infektionsverstärkung durch die mRNA-Impfung. Das ist schon eine brutale Information. Auch das mussten wir uns erstmal erarbeiten. Auch das, meine Damen und Herren, keine Literatur, die neu wäre, sondern die aus den 2010er Jahren stammt. Die Abkürzung ist ADE, Antibody Dependent Enhancement. Das heißt, die Verstärkung einer Infektion durch Antikörper und nicht die Bekämpfung. Und das ist Corona-spezifisch. Und deshalb hat man, glaube ich, hier entweder bewusst oder unbewusst, ich will jetzt hier niemandem etwas Böses unterstellen, hat man hier letztendlich durch diese Spike-Proteine, die in großer Menge produziert werden, eine Verschlimmerung der Infektion hervorgeführt oder durchgeführt. Und das sind ja auch Daten, meine Damen und Herren, die wir aus Großbritannien sehen, die wir mittlerweile auch in Deutschland sehen, dass viele, viele Menschen trotz dreifacher, trotz vierfacher Applikation der Gentherapie erkranken, schwer erkranken, teilweise sogar schwerer als die Personen, die sich haben nur einmal oder keinmal gentherapieren lassen. Nächstes Bild bitte. Ich komme auch gleich zum Schluss. Nächstes Bild. Sie sehen, wenn ich die drei Buchstaben P, N und I kombiniere, dann bin ich beim Thema Psychoneuroimmunologie. Ein total spannendes Thema, zu dem ich mich seit 20, 25 Jahren beschäftige.
gemeinsam mit Christian Schubert, mit dem wir viel dazu diskutiert haben. Und wir wissen heute, dass aus ganzheitlicher Betrachtung das Immunsystem eben nicht alleine steht, sondern immer in der Beziehung zwischen Psychologie und auch Neurologie. Und dass eben gerade diese drei Systeme in einem Einklang stehen müssen. Und wenn sie dies nicht tun, meine Damen und Herren, dann haben wir mit den Patienten ein großes Problem. Denn wir müssen alle drei Makrosysteme behandeln, stabilisieren und unterstützen. Und leider ist es so, und das macht mich sehr traurig, das macht mich nicht froh, leider ist es so, dass was ich vor etwa anderthalb, zwei Jahren bei der Zulassung dieser gentherapeutischen Produkte vorhergesagt hat, tritt ein. Es tritt ein, dass wir die Psychologie, die Neurologie, die Immunologie der Menschen geschädigt haben und sie dazu bringen, wirklich in große Probleme zu geraten. Nächstes und letztes Bild bitte. Letztes Bild bitte, danke. Ich möchte kurz zusammenfassen, Sie werden mir zustimmen und die Daten, die wir jetzt haben, sagen das auch so. Und ich bin immer froh, wenn ich mal andere Daten sehen würde, ich sehe sie nicht. Die von der Swissmedic, natürlich auch von der EMA, Entschuldigung, das steht hier nicht drin, zugelassenen Covid-19-Impfstoffe bieten keinen Fremdschutz. Die geimpften Personen sind ansteckend. Das hat ja Janine Small, nur mal so am Rande, die Vizepräsidentin von Pfizer, ja auch direkt zugegeben. Es ist ja nicht so, als würden wir das sozusagen erfunden haben, sondern Pfizer gibt das ganz klar zu, dass diese Gentherapie keinerlei Unterbrechung einer Infektionskette darstellt. Das ist ganz klar gesagt worden. Wir sehen aus der MHRA in UK, dass fast 80% der Menschen, die bedauernswerterweise, und das tut mir wirklich auch sehr leid, mit einer Corona-Infektion, wie auch immer sie gemessen wurde, in einer Intensivstation sind, dass diese fast 80% tatsächlich Menschen sind, die 2 bis 3 Mal gentherapiert worden sind. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und deshalb mein Appell und mein Hinweis, für mich sind diese mRNA-Impfstoffe, ich habe selber an ihnen gearbeitet, bislang immer komplett unwirksam. Sie schaden den Menschen mehr. Bei einer Risikonutzenbewertung hätten wir sie nie auf den Menschen loslassen dürfen. Und für mich ist es bis heute eine große Frage, weshalb diese Risikonutzenbewertung so nicht stattgefunden hat, weil wir aus wissenschaftlicher Sicht, da bin ich mir mit Robert Malone und mit vielen anderen mRNA-Forschern einig, wir hätten dieses Material so nicht impfen oder beziehungsweise verspritzen dürfen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, auch wenn ich jetzt den vielleicht verhaltenen Applaus nicht höre, bin ich doch dankbar, Ihnen diesen Vortrag habe halten zu dürfen. Vielen Dank. Ja, eine Frage von mir. Was bedeutet das denn für das Immunsystem eines Menschen? Sie haben gerade gesagt, Sie haben jemanden, der im Dezember 2021 die Impfung bekommen hat und im März 2023 haben Sie noch dort Spike-Protein festgestellt. Was bedeutet das für das Immunsystem eines Menschen, wenn der 16 Monate am Stück Spike-Protein produziert? Das ist eine gute Frage. Es bedeutet im Grunde genommen eine immunologische Katastrophe. Vergleichen Sie es bitte einfach mal damit, wenn Sie Computerfachmann sind. Also ich wäre es gerne, dann hätte ich vielleicht auch jetzt ein Bild von Ihnen. Also wenn Sie Computerfachmann sind und haben eine richtig gut funktionierende Webseite. Und auf dieser Webseite haben Sie einen Shop. Und das funktioniert alles einwandfrei. Und dann kommt ein Cyberkrimineller und greift auf diesen Shop millionenfach zu, pro Sekunde, immer wieder wird sinnlos auf diesen Shop zugegriffen, dann bricht Ihre Seite zusammen. Genau das Gleiche an den Fragen, genau das Gleiche passiert mit Ihrem Immunsystem. Es bricht schlicht zusammen. Es ist so, dass wir feststellen, dass Tumorerkrankungen, die bislang sehr langsam nur entstanden sind, auch bei älteren Menschen eigentlich nur entstanden sind, jetzt bei jungen Menschen, die 3-4 Mal gentherapiert worden sind, entstehen. Dies ist mit ein Hinweis darauf, dass das Immunsystem derart überbeschäftigt ist, also wie Ihre Webseite, ne, die ständig abgefragt wird, dass es quasi zusammenbricht und keine Möglichkeit mehr hat, die Aufgaben zu übernehmen, die es ja klassischerweise übernehmen soll, uns von Fremdkörpern und Einflüssen von außen sauber zu halten. Ja, ich habe eine Frage zum Shedding. Können Sie dazu was sagen? Was weiß man darüber oder was wissen Sie darüber? Shedding
ist ein ganz spannendes und wichtiges Thema, weil es nach meinem Dafürhalten zwei Komponenten hat. Es hat natürlich die wissenschaftliche Komponente. Shedding ist bei gentherapeutischen medizinischen Produkten eine Pflicht, dass es untersucht wird. Shedding, es bedeutet ja die Übertragung des Genproduktes von einem Menschen auf den anderen, in dem Fall dem Spike-Protein. Und da ist eine ganze Menge im Umlauf, Menschen, die sich durch Geimpfte, also wenn sie selbst ungeimpft sind, durch Geimpfte belästigt fühlen, die meinen, sie bekämen Ausschlag und so weiter und so weiter. Es ist unglaublich viel auch im Netz zu finden und ich bitte hier immer um etwas wissenschaftliche Sorgfalt. Wir haben mehrere Übertragungswege, mögliche Übertragungswege. Es ist nie getestet worden, meines Erachtens eins der weiteren vorliegenden Verbrechen der Hersteller, denn es hätte natürlich getestet werden müssen. Es hätte ausgetestet werden müssen, wie wird das übertragen. Und wir haben mehrere Übertragungsweisen. Die Hauptübertragungsweise wäre durch Speichel, durch Schweiß, durch Muttermilch. Das wissen wir, dass es in der Muttermilch auftreten kann. Das sind aber alles Aufnahmewege, die oral stattfinden. Weitestgehend oral stattfinden, so dass das Protein über unsere orale Aufnahme in den Magen gelangt und dort verdaut wird. Die Verbindung zwischen Immunsystem und Gastrointestinaltrakt ist überschaubar, so dass ich im Grunde bei der oralen Aufnahme, sprich dem Spielen des geimpften Opas mit seinem ungeimpften Enkel, wenig Problematik sehe. Ich sag mal, ich sehe aus toxikologischer Sicht natürlich potenziell eine Gefahr. Aber unsere Aufgabe als Toxikologe ist ja auch nicht nur Gefahren sozusagen herbeizuschwören, so wie das die ganzen Kollegen aus dem RKI ja über Monate und Jahre gemacht haben, sondern sie mit einem Augenmaß zu betrachten. Heißt, die orale Aufnahme von Spike-Protein halte ich für wenig gefährlich. Deshalb auch der gesellschaftspolitische Ansatz. Ungeimpfte und Geimpfte sollen sich nicht aus dem Weg gehen. Ich bitte Sie. Wir haben eine derart große Spaltung in der Gesellschaft, in Familien, bei Freundschaften zwischen Eltern und Kindern. Wenn das jetzt noch dazukommt, umso schlimmer. Dann haben wir allerdings andere Übertragungswege und die sind eben nicht oral. Das ist auf der einen Seite Blutkonserven. Das ist ein spannendes und wichtiges Thema. Da ist noch kein Kraut gegen gewachsen. Es wäre eine Überlegung wert, eine Blutbank, das gibt es hier in der Schweiz, die Vorhaben dazu, eine Blutbank aufzubauen für ungeimpftes Blut. Ist sehr arbeitsaufwendig und die Spitäler müssen mitmachen und die machen natürlich ungern mit. Das ist ein Problem. Ich sage mal, die Übertragung über eine Blutkonserve, da rate ich den Menschen, Eigenblutreserven zurückzulegen bei einer planbaren OP, also aus dem orthopädischen Bereich zum Beispiel. Oder was hier jetzt in der Schweiz tatsächlich wächst, ist sich eine Liste aus Blutspendern seines Umkreises, von denen man weiß, dass die nicht gentherapiert sind, anzufertigen, in der Hoffnung, dass sie kompatibel sind, das kann man ja vorher klären, und sie dann den Spitälern im Notfall anzubieten, dass man eben nicht sagt, ich möchte nicht das unbekannte Blut aus der Blutbank, sondern von meinem lebenden Spender, der hier neben mir steht oder bei mir ist. Und in der Regel kann man das bewerkstelligen. Das wäre sozusagen die lebende Blutbank. Und dann haben wir noch die Übertragungsmöglichkeiten durch sexuelle Kontakte. Ganz, ganz schwieriges Thema. Frauen, die mich anrufen, mich fragen, mein Freund, mein Mann hat sich impfen lassen, was soll ich tun? Und ja, das ist auch ein gesellschaftspolitisches Thema. Ich antworte da häufig auch mit dem Punkt, wir sollen auch etwas Gottvertrauen dabei haben. Ich denke, Arne Burkhardt wird da mehr zu sagen können. Er hat ja festgestellt, dass in den Hoden große Mengen von Spike-Proteinen zu finden sind. Das könnte eine Gefahr darstellen, gar keine Frage. Ich sage ganz zusammenfassend mal, wenn Sie die Frage zum Shedding haben, rufen Sie bitte BioNTech an, EMA oder Swissmedic. Die müssten das wissen. Die haben die Substanzen zugelassen und sie hätten Daten dazu abliefern müssen. Wir haben sie leider nicht. Ja, lieber Herr Professor Hockerts, vielen Dank zunächst in diesem Teil der Veranstaltung. Es wird ja im zweiten Teil noch eine Diskussion geben. Ich bitte Sie auch, Fragen, die Sie noch an Professor Hockerts haben, sich zu merken und dann in dem zweiten Teil zu stellen. Ich habe bei der Anmoderation noch eine Sache vergessen und das ist die Stiftung von Ihnen Brückenweise. Die möchte ich gerne jetzt noch ganz kurz erwähnen. Vielleicht sagen Sie selber noch mal etwas dazu. Ja, ich habe hier in der Schweiz, als ich im August 2021 hierher gekommen bin, eine Stiftung gegründet. Diese Stiftung bezieht sich gar nicht mal nur so auf die Situation, die medizinische Situation, die wir im Moment haben, sondern sie bezieht sich darauf, dass wir Spaltung
Abgrenzung, Ausgrenzung behandeln wollen und dahingehend, dass wieder Begriffe wie Nächstenliebe, meine Damen und Herren, wann haben Sie das letzte Mal von einem Politiker gehört? Nächstenliebe, Verständnis, Versöhnung eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, denn die Spaltung der Gesellschaft, die Spaltung der Familie hat dazu geführt, dass es letztendlich auch möglich war, dass diese Maßnahmen, die ja jetzt von vielen Politikern interessanterweise als unnötig, unnütz, also Kinder aus der Schule heraus, einsam sterbende Menschen und so weiter, stellt sich ja jetzt alles plötzlich heraus. Selbst die Maske kann der amtierende Gesundheitsminister nicht zu sagen, inwieweit die Maske Sinn gemacht hätte. Er ist ja gefragt worden und das RKI gibt uns auch keine Informationen dazu, hat sie nämlich nicht. Und all diese Dinge haben ja zu einer großen Spaltung geführt und wir möchten diese Spaltung überwinden. Dies machen wir durch Maßnahmen, indem wir ein Wörterbuch aufschreiben zum Beispiel. Das ist eine Aktion, die wir gerade machen. Ist Ihnen sicherlich bewusst geworden, dass zum Beispiel der Begriff symptomlos krank in die Runde geworfen wurde. Wir nannten solche Menschen früher gesund, dass man Gesundheit beweisen muss durch Tests, die ja völlig anlasslos an Menschen, an Kindern durchgeführt wurde. All sowas sind Dinge, die uns am Herzen liegen, hier wieder Verständigung, Verständnis und Versöhnung unter die Menschen zu bekommen. Das ist das Ziel der Stiftung mit dem Namen Brückenweise. Das ist ein Neologism, also ein neues Wort, die Art und Weise, Brücken zu bauen und weil wir eine Menschheitsfamilie sind. Ja, vielen Dank. Also dazu ist ja auch unsere Veranstaltung hier gedacht, dass es darum geht, mit Freundlichkeit und ich nehme das Wort Liebe jetzt auch mal in den Mund und Liebe miteinander umzugehen. Von daher finde ich es sehr wichtig und gut, Ihre Stiftung zu unterstützen, alle diese Forschung, also und die Arbeit, die Sie haben und auch die Arbeit, die Professor Burkhardt hat, kostet natürlich auch Geld. Deshalb hat sich der Verein entschieden, eine Spendendose hier nochmal rumzugeben und die Spenden kommen dann zu gleichen Teilen jeweils der Stiftung Brückenweise und der Arbeit von Professor Burkhardt zu. Ich hoffe, dass Sie da dann etwas dazugeben noch. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt mit Professor Burkhardt weitermachen, den ich dazu dann das Mikrofon übergebe.